Hi, du kleiner Schlingel und willkommen bei den Schlingel Battles, wo heute Reshad für uns kämpft und ich bin gehypt, weil ich sehe ein Riolu und ein Golgantis. Ich bin super gespannt, was Reshad mit dem vorhat. Ja, Reshad aka Pinsifiziert, auch einer der langjährigen Zuschauer, der sehr aktiv ist in den Kommentaren. Einerseits danke dafür, andererseits danke fürs Einschicken. Ich freue mich jedes Mal auf solche Battles, weil ich finde dieses Konzept ganz cool. Denn jedes Mal oder in jedem Part sieht man komplett andere Teams. Ihr müsst euch mal vorstellen, bei mir hat man teilweise 1, 2, 3 Mal dasselbe Team nacheinander gesehen. Und hier haben wir bei jedem Part komplett andere Teams. Komplett andere Strategien, andere Sets, alles anders. Und das gefällt mir sehr, sehr gut. Also mir macht es wirklich Spaß, das aufzunehmen. Ich bin jetzt im 5. Part bereits nacheinander und ich bin überhaupt nicht erschöpft. Normalerweise bin ich nach 3, 4 Parts ultra am Arsch von deinem ganzen Studieren und Überlegerei und Aufregen wegen Hexen und so. Und jetzt fühle ich mich sehr, sehr vital und ganz cool so. Das macht auf jeden Fall sehr viel Spaß. Also mir gefällt es bisher sehr gut. Alright, dann starten wir mal ins Battle rein. Ich bin gespannt, was ihr beiden für uns habt. Oh, wir haben vergessen, den Joseph sein Team zu analysieren. Aber wir werden wohl bald sehen, was der hat. Erline Mekairi, aka Psyana. Gegen Shirox. Und Shirox. Hat er die HP Fire? Und das war's in der ersten Runde mit Shirox. Goddamn, wenn das Ding nicht scarf ist, dann würde ich den Kairi nicht angreifen, mein Freund. Oh, direkt in der ersten Runde erwischt. Jetzt kommt er rein mit Absolut. Mit der absoluten Zerstörung. Gucken wir mal. Empoleon. Okay. Mega, das war klar. Wird jetzt ein Kraftkoloss kommen? Predicted er das Empoleon? Nee, er geht für ein... Oh, warum? Warum? Warum sollte er für... Eine Feenattacke? Sollte er die Feen-Dingens haben oder so? Ein spezielles Absol, was super viel Damage von dem Siedewasser bekommt und instant einen Burn frisst. Alter Reshad, was ist los mit dir? Konzentrier dich. Oh je. Switch in. Nice. Ein richtig guter Name für das Ding. Oh mein Gott, guckt euch den Damage an. Jo, der Absolut ist wohl absolut am Arsch, weil, ne, Tiefschlag mit Burn wird leider auch nicht mehr so viel machen. So, da kommt der Volt-Switch. I don't know. Wahrscheinlich sogar ein Scarftes, Rotom Heat. Weil, warum sollte er sonst für einen Volt-Switch gehen? Er könnte einfach auf einen Donnerblitz gehen. Ich gehe mal davon aus, dass es Scarf ist. Okay, Turtok kommt rein. Flinchy Boy. Okay, was für ein cooler Name. Könnte von mir sein. Tja, der Name schlägt ein wie ein Donnerblitz. So, da kommt der Luftschnitt. Zu switchen und das wird natürlich resisted. Jetzt muss... Er ist nicht Scarf. Okay, er ist nicht Scarf. Flincht er? Er flincht. Er flincht. OMG, er flincht. Und Switchin überlebt wieder. Und flincht noch einmal. Also Flinchy Boy wird seinem Namen gerecht, ne? Und flincht alles zu Tode. Switch in, Flinch Boy. Oh Mann, ey, diese Namen. Richtig genial. Okay. Switch in Fragezeichen? What? Okay. Ein Drapion. Mit dem Gift Heap. Ah, ich glaube... er hat es aber überlebt. Flinchboy hat den Gift-Typ überlebt. Trotzdem Stab. Was hat das Ding für ein Item? Switch in. Was hast du für ein Item? Sieht man nicht, ne? Leben Orb war es nicht. Ist es gebändet? I don't know. Aber gebändet hätte es eigentlich killen müssen. Ich habe keine Ahnung, was das Ding für ein Item kann. Hat Littlefoot. Mit dem Hagelalarm. Lil? Okay. Oh. Es hat die Beere. Aber das hat trotzdem nicht nichts gebracht. Die Schokobeere. Okay. Aber Hagelalarm. Okay, krass. Also ohne hier Frostschicht, sondern mit Hagelalarm. Das ist interessant.
Das ist interessant. Okay, hier kommt natürlich Scarf, Scaraborn. Nahkampf. Okay, I see you. Das Ding ist, Golgantis resistet Käferattacken vierfach, glaube ich, oder? Ja, doch, müsste so sein, weil Boden resistet Käfer und Geist resistet Käfer oder nur Gift. Bin mir nicht mehr sicher. Ich glaube Käfer aber auch. Das heißt, er kann überhaupt nichts machen. Er predicted einfach Kairi und geht für die Finsterfaust, oder? Finsterfaust war das. Heavy Metal Hurricane, Freunde. Okay, Empoleon kommt zurück. Kann das Ding ein Ableithieb? Nee, er geht für die Finsterfaust. Ist er gebandet? Ist er gebandet? Das spielt keine Rolle mehr, weil jetzt ist Rouge, was? Rouchimon ist tot. Okay. Okay, Littlefoot kommt raus, outspeedet jetzt natürlich. Er hat mit Scaraborn noch einen mehr oder weniger Switchen. Er geht für den Blizzard. Der vierfach resist. Alles klar. Alles klar. Ich wollte gerade sagen, ey, what the hell? Er geht für den Blizzard, der vierfach resistet ist, einfach damit er in der kommenden Runde gegen Pinsir einen Move hat, der was macht? Oh, okay. Lil. Und er wehrt die Attacke ab. Okay, das ist ein bisschen Pech, aber er hat auch den Freeze. Trotzdem, es hat überhaupt nicht gemattert, weil das Siedewasser einfach aufbürnt. Yo, was für ein Battle. Was für ein Battle. Okay, komisch. Komische Sache. Ich check dieses Set nicht ganz. Puppy of Doom kommt raus und setzt einen Schwertanz auf. Erstmal aufsetzen. Siedewasser. Okay, wenn das Ding keinen Burn bekommt. Aber warte mal, der Hagel, oder? Der Hagel lässt Puppy of Doom sterben, oder nicht? Gegenschlag. Ist der Hagel weg? Der Hagel ist weg. Turtok. Outspeedet Riolu ein Turtok? Und wenn ja, dann wird er eh nicht one-hitten. Nicht mal Lucario auf plus 1 könnte ein Turtok one-hitten, glaube ich. Imitator. Okay. Gegenschlag. What? Warte mal, was? Wie hat er das gemacht? Wie zum Teufel? Das ist ein resisteter Hit? Wow, what? Reshat, Alter. Das war krass, Mann. Okay. Moment. Wie erkläre ich mir das? Riolu ist mit dem Focus Sash, mit dem Schwertanz auf plus 2 gekommen. Hat in der kommenden Runde dann einen Gegenschlag rausgehauen, der doppelt so stark war, weil er von einem Siedewasser getroffen wurde. Das heißt, der Gegenschlag macht doppelt so viel Damage, wenn du, ich glaube 100, war es nicht 50 und dann 100, wenn du den Gegenschlag triffst, wenn der Gegner dich schon angegriffen hat. Das heißt, oder war das sowas wie Konter oder so? Gegenschlag. Und dann ging das Empoleon down und dann hast du Imitator eingesetzt, um den Gegenschlag zu benutzen, den du in der vorherigen Runde eingesetzt hast. Also nicht der mit den 50 Stärke, sondern der mit 100 Stärke. Und konntest so das Team sweepen, weil Imitator eine Prio ist. Oder wie? Habe ich das richtig erkannt? Ich bin überfordert, Leute. God damn. Ein Riolu-Sweep. Alter, GG. Sowas. Boah, Respekt, Alter. Das war mega cool. Daumen hoch dafür, ey. Ohne Spaß. Holy shit. Yo, Leute, wenn ihr wisst, wie Reshat das gemacht hat, oder am besten schreibst du mir selbst in die Kommentare, ob ich mit meiner Theorie irgendwie richtig liege oder ob ich was übersehen habe oder wie das Ganze genau funktioniert. Auf jeden Fall, danke fürs Einsenden. Das war mega cool. Und ja, wenn ihr hier dabei sein wollt, Leute, schreibt euren, naja, wisst Bescheid, schreibt eure Kampfcodes in den
Chat oder in die Kommentare. Und ja, wenn ihr solche Sachen habt, unbedingt einschicken, Leute. Sowas ist krass, Mann. Sowas interessiert mich immer mega. Heftig. Ich bin echt geflasht von diesen Battles. Leute, danke, danke, danke fürs Einschicken. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Lasst einen Daumen da, wenn euch das Riolo gefallen hat. Und ja, bis dann. Tschüss, euer Sephiron.